Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Railway Empire. Moment, Railway Empire, wird sich da jetzt der ein oder andere verdutzt fragen. Das ist doch das Spiel von 2018. Gibt es da einen Nachfolger oder irgendwie eine überarbeitete Version? Weil das jetzt hier in der Angespielt-Kategorie präsentiert wird. Nein, nichts von beidem. Ich habe bisher einfach noch nicht die Zeit gefunden, Railway Empire mal zu Genüge anzuspielen. Und im Zuge von Transport Fever 2, habe ich mir gedacht, hey, da könnte man doch jetzt einfach mal ein bisschen reinschauen. Die Rezensionen sind sehr positiv auf Steam, das freut mich. Und auf Twitch im Livestream wurde das Spiel auch schon des Öfteren mal empfohlen. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal rein. Und dahingehend hat mir der Publisher Calypso Media freundlicherweise einen kostenlosen Key zur Verfügung gestellt. Und ich freue mich sehr, weil ich habe vorhin schon mal ein bisschen reingeguckt. Der Stil und die Aufbereitung des Spiels sagt mir schon mal zu. Und da freue ich mich jetzt sehr darauf. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Eine Stunde lang gucken wir rein und schauen mal, was die Kampagne zu bieten hat. Wenn wir nach der Kampagne, also nach der einen Stunde, jetzt noch ein bisschen Zeit haben, dann können wir ja noch die anderen Bereiche auch ein bisschen hier anschauen. Unter anderem gibt es Szenarien, freies Spiel, Modellbaumodus, Herausforderung und einen Editor. Also es ist relativ viel Zeug da, um hier im, im Nordamerika ein bisschen hier mit den Zügen herumzufahren und herumzuprobieren. Gut, dann legen wir mal los. Wir gehen in die Kampagne rein und starten Kapitel 1, Great Plains 1863. Das erste Kapitel führt dich an die Baustellen der Union Pacific Railroad, die im Jahr 1863 damit begann, in Richtung Westen zu bauen, um die erste transkontinentale Bahnstrecke zu errichten. Während du mit deinen Gleisen die Weiten der Great Plains und die Höhen der Rocky Mountains eroberst, lernst du die Grundlagen von Railway Empire kennen. Thomas Clark Durant, der Visionär an der Spitze von Union Pacific, wird dich dabei unterstützen. Ich freue mich sehr darauf. So, wir können nichts einstellen. Das sind dann offenbar die Einstellungen für den Sandbox-Modus, außer den Pausenmodus. Ja, ich lasse das mal auf Normal-Pausenmodus. Das wird schon passen. Sind nur Glücksritter ohne eine Ahnung vom Geschäft. Im Gegensatz zu Transport Fever 2 hat jetzt dieses Spiel hier, wie man hier schon sehen kann, ein bisschen so einen Comic-Look, den ich ausgesprochen ansprechend finde. Und freut mich sehr, dass sie sich so ein bisschen für das entschieden haben und dem so einen leichteren Touch einfach gibt. Planung, Tabellen, Zahlen und harte Fakten. Ja, wir werden auch noch unterbrochen von ihm. Das heißt, wir werden gleich mal weitermachen. Wir können hier oben niemand anderen außer den Fabrikanten wählen. Der Fabrikant kann Fabriken neu bauen, und zwar günstiger. Auktionen sind teurer. Zeit ist Geld. Ja, jetzt hätt's doch nicht so. Und er kann Fabriken von der Stadt ohne Auktion erwerben, was auch immer das dann bedeutet. Unser Name Tollfuß, das ist korrekt, und Gesellschaft Union Pacific Railroad. Los geht's. Ach, ich freue mich, Mensch. Wieder ein bisschen Gleise verlegen. Wunderbar. Oh, das ist aber sehr leise jetzt. 1863 begann am Ufer des Missouri River das letzte Kapitel des monumentalen Unterfangens der transkontinentalen Eisenbahn. Ich werde das mal für euch ein bisschen lauter vorlesen. Arbeiter der Union Pacific Railroad begannen bei Omaha ihre Gleise nach Westen durch das wilde Herz des nordamerikanischen Kontinents zu treiben. Schwer arbeitend. Auf sie warteten gewaltige Herausforderungen. Abseits jeder Zivilisation war das Land noch weit, das Wetter erbarmungslos und die Herausforderungen ungemein kräftezehrend. Kann man sich vorstellen, ne? Doch es galt, eine Meisterleistung der modernen Ingenieurskunst zu vollbringen, die Wildnis zu zähmen und mit Stahlfeuer und Dampf zu erobern. Noch nie zuvor war etwas Vergleichbares gewagt worden, doch die Zeit war reif. Tut, tut. Und da sind wir auch schon im Spiel. Mein Name ist Thomas Clark Durant. Genau, der Chef der Union Pacific.
Wir werden in die Geschichte eingehen als diejenigen, die die transkontinentale Eisenbahn erschließen. Perfekt. Und das, mein Freund, ist dein Job als Chefingenieur. Ich selbst kann derzeit nicht alles vor Ort überwachen, weil ich in Washington noch einige Politiker treffen muss. Natürlich. Ist natürlich Zunächst wichtiger. Zunächst solltest du dich mit der grundlegenden Bedienung vertraut machen. Bewege die Kamera einmal in alle Richtungen. Ja, das kann ich machen. Und teste die Zoom-Funktion der Kamera. Wir zoomen ganz weit rein auf Omaha. Du kannst die Kamera auch rotieren. Probiere es aus. Über die weiten Ebenen Nordamerikas können wir hier blicken. Wunderschön. Sehr gut. Du kennst nun die grundlegende Steuerung. Deine erste Aufgabe ist die Errichtung einer Bahnverbindung zwischen Omaha und Norfolk im Nordwesten. Omaha und Dazu benötigen Norfolk. Beide Städte einen Bahnhof. In Omaha steht bereits ein Bahnhof von dir. Doch in Norfolk musst du ihn noch errichten. Wechsle dazu in den Gebäudebaumodus. Okay, also wir haben bereits hier einen kleinen Bahnhof. Die Gleise sehen ein bisschen seltsam aus, ne? Die haben noch nicht diese Querstreben, wie man die Gleise aus der moderneren Zeit jetzt kennt. Offenbar war das damals noch nicht so bekannt, dass das wahrscheinlich die bessere Lösung ist. Auch keine wirklichen Steine jetzt hier. Na, wobei hier darunter vielleicht ein bisschen... Ah, das sind einfach nur Bretter und darauf dann die Gleise verlegt. Verrückt, die Nordamerikaner. So, in Omaha sollen wir nichts bauen, aber wir sollen hier oben was bauen, in Norfolk. Einen Bahnhof in dieser wunderschönen Stadt. Ich glaube ja, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich glaube ja, dass diese Städte auch wieder wachsen können, so wie bei Transport Fever 2. Und jetzt wird der ein oder andere schon wieder mit den Augen rollen und jetzt sich denken, jetzt kommt er schon wieder mit den ganzen Transport Fever 2 vergleichen. Ich habe halt sonst nichts, Leute. Ich habe halt Transport Fever 2 gespielt, deswegen ist das mein einziger Vergleich in den Zug- und Transportgewerbe. Und deswegen muss Transport Fever 2 auch immer ein bisschen herhalten, wenn ich das Spiel jetzt hier vergleiche. Es gibt ein Videosymbol. Okay, das erklärt uns jetzt nochmal, wohin wir den Bahnhof setzen können. Okay, das kriegen wir schon hin. Also, wir müssen einen Bahnhof bauen. Einen kleinen Bahnhof für $40.000. Wir haben aktuell $650.000. Gebäude drehen mit Shift. Nee. Ah, und Mausrad. Okay. Ja, dann packen wir doch den jetzt einfach mal hier so in die Ecke hierher. Jetzt ist er grün, jetzt ist er rot. Sehr gut. Nun müssen die beiden Bahnhöfe mit Gleisen verbunden werden. Wechsle dazu in den Gleisbaumodus. Ah, sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier ist ein Stier. Sehr schön. Wo ist jetzt hier? Jetzt habe ich hier Omaha verloren. Hier oben. In den Gleisbaumodus. Plane nun die Gleise zwischen den Bahnhöfen in Norfolk und Omaha. Wähle dazu die beiden Bahnhofsgleise nacheinander an. Bezahle danach deine Gleisplanung. Gleise werden im Gleisbaumodus durch Anwählen der Bahnhofsgleise angelegt. Okay, das kennen wir ja schon. Das ist super easy. Also, da ist ein Anschluss jetzt hier oben, ja. So, das ist super easy, sagt er. Und, okay, nicht die Maustaste gedrückt halten, sondern einfach nur anklicken. Jetzt, was ist denn hier vorne für ein Gebäude? Das ist ja jetzt hier... Was ist denn das hier? Das geht jetzt quer durch unsere Eisenbahnverbindung hier durch. So. Okay. Und jetzt müssen wir das noch bezahlen und bauen. Nun erstelle da ist es auch schon ersten weg. Zug, damit du eine Zuglinie zwischen deinen Bahnhöfen einrichten kannst. Okay, also Eisenbahn ist ein bisschen, oder die Gleise sind ein bisschen... schief und krumm, aber das passt schon. Ist okay. Das hat man in der damaligen Zeit, hat man das nicht so ernst gesehen. Der Zug existiert zunächst nur auf dem Papier. Ohne eine Lokomotive bringt er dir wenig. Zu klonen, Zuglinie einrichten, Zug verwalten.
Ein neuer Zug, die Philadelphia. Oh, guck dir mal diesen Schornstein hier an. Der ist ja größer wie das Führerhaus hier. 1863 ist das Datum, das Erscheinungsjahr, Zugleistung 54%, Höchstgeschwindigkeit 45 km/h und die Kosten $35.500. Außerdem benötigt jeder Zug eine Zuglinie, die alle Stationen umfasst, an denen er halten soll. Und eigentlich mit Rechtsklick das 3D-Symbol anklicken. Aber jetzt ist er irgendwie rausgegangen. Na gut, wir werden den Zug gekauft haben. Füge Bahnhöfe der Zuglinie hinzu, indem du sie nacheinander anwählst. Okay. Omaha als Ziel und Norfolk. Das genügt bereits für deine erste Zuglinie. Bestätige sie nun, damit sie aktiv werden kann. Sehr gut. Ah, da ist er. Du kannst nun sehen, wie sich dein Zug auf den Weg macht. Da ist er. Gibt es etwas zu transportieren, nimmt es der Zug automatisch mit. Er transportiert Fleisch von Omaha nach Norfolk. Und Norfolk hat offenbar Bier im Arm geholt. Da jede Lokomotive aber auf ihrer Fahrt Wasser, Sand und Schmieröl benötigt, musst du noch entlang der Strecke einen Versorgungsturm platzieren. Ganz schön flott unterwegs hier für die 45 km/h hier. Einen Versorgungsturm müssen wir bauen. Auf der Strecke. Und zwar hier vorne. Signalversorgungsturm. Was macht denn der Versorgungsturm? Wasser, Sand und Schmieröl. Offenbar irgendwie so ein Halteplatz dann, ne? Sehr gut. Dein Zug ist nun zwischen Omaha und Norfolk unterwegs. Doch du kannst noch mehr tun. Jede Stadt benötigt Wagen. Er muss hier durchfahren und damit kommt er die Sachen. Beispielsweise benötigt jede Stadt Mais. Schau mal, in der Nähe von Omaha gibt es eine Maisfarm. Bislang gelangt der Mais auf herkömmliche Weise in die Stadt, doch das wollen wir ändern. Errichte nun an der markierten Position einen Landbahnhof, der die Maisfarm in seinem Einflussradius hat. Jede Stadt, hat er gesagt, benötigt Mais. Okay. Wahrscheinlich hier für das Tutorial nur, könnte ich mir vorstellen. Oh, jetzt wird gerade Fleisch entladen hier oben. Also ist das Mitfahren, Zug zentrieren, das machen wir dann später, wenn das Tutorial vielleicht mal vorbei ist. Wir haben hier einen Landbahnhof. Große Bahnhöfe sind teurer, haben aber einen größeren Einflussradius und können daher mehr Betriebe erreichen. Okay. Ein weiterer Bahnhof. Landbahnhof. Kopfbahnhof, Warndepot, großes Warndepot, großer Bahnhof. Was soll ich denn jetzt hier? Wo ist denn hier ein Landbahnhof? Kleiner Bahnhof. Ist damit vielleicht der... Ich kaufe nochmal einen kleinen Bahnhof. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, der muss außerhalb des Radius jetzt hier sein. Dann richten wir das Gleis schon mal ein bisschen aus hier. So. Verbinde nun den neuen Landbahnhof mit dem Bahnhof in Omaha. Hat offenbar geklappt, also passt. Dann natürlich professionell Gleis verlegen. Bis hier hoch. Und jetzt wird es knifflig. Oh, jetzt wird's knifflig. Wir müssen uns um ein logistisches Problem kümmern. Da auch Norfolk in den Genuss von frischem Mais kommen soll, werden bald zwei Züge auf der Strecke zwischen Omaha und Norfolk unterwegs sein. Klar, dass es dann zu einem Konflikt kommen wird. Da Züge nicht durcheinander fahren können, benötigst du zwischen Omaha und Norfolk ein Ausweichgleis. Ah, das kennen wir schon. Dies besteht aus einem Parallelgleis und zwei Signalen. Das kennen wir doch schon von Transport Fever. Errichte nun zunächst ein Ausweichgleis. Es muss mindestens so lang sein, dass ein vollbeladener Zug darauf Platz hat. Durch Ausweichgleise kannst du Konflikte vermeiden. Sie bestehen aus Weiche, Parallelgleis und dann nochmal einer Weiche. Perfekt. Okay. Also, wir brauchen ein Gleis. Und zwar von hier. Ich würde gern. So. Hier rüber. So. Dann hier entlang. Bis hier hoch.
und dann wieder runter. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Deine Züge werden das Ausweichgleis aber nicht unbedingt nutzen, denn sie nehmen grundsätzlich immer den kürzesten Weg. Aha. Deswegen musst du noch auf jedem parallelen Gleis die Fahrtrichtung vorgeben. Öffne nun den Gebäudebaumodus und errichte ein Signal an der markierten Stelle, das in Richtung der Weiche zeigt. So können hier Züge halten, wenn das einzelne Gleis besetzt ist. Oh, siehe Tipps und Tricks, Signale im Handbuch. Ja, das kriegen wir schon hin. Kein Problem. Sehr schön. So eine kleine Wikipedia offenbar hier drin. Ich bin ein bisschen verliebt in den Grafikstil hier. Mir gefällt das sehr. Stoppsignale, Richtungssignale. Oh, da gibt es nochmal andere Signaltypen. Ausweichgleise, ja. Dann installierst du jeweils vor den Weichen ein Richtungs- und Stoppsignal. Ein Richtungs- und Stoppsignal. Ah, okay. Der Unterschied ist, ein Stoppsignal sorgt dafür, dass er anhalten muss und ein Richtungssignal sorgt dafür, dass der Weg genommen wird wahrscheinlich. Genau, der Fahrtrichtung. Okay, naja, das kriegen wir schon hin. Wir brauchen ein Signal. Dann hat er gesagt, hier vorne müssen wir ein Signal, das sieht jetzt aber in die falsche, das zeigt jetzt in die falsche Richtung. Müssen wir hier vorne ein Signal setzen. Einmal umdrehen. Dann Richtungssignal setzen. Mit Shift, oh, das ist aber hier Mehrfachsignalmodus. Stoppsignal. Also so ist es jetzt quasi ein Stoppsignal und so ist es ein Richtungssignal. So. Und das gleiche brauchen wir hier, aber mit einer anderen Richtung. Zack. Prima. Nun mache dasselbe mit dem parallelen Gleis, sodass jedes Parallelgleis eine andere Richtung hat. Platziere an der markierten Stelle ein zweites Signal. Oh. Und sperre es für die Gegenrichtung. Ich habe es an der falschen. Okay, wir müssen das Signal mal kurz entfernen. Und das hier wahrscheinlich basteln. Sehr gut. Okay. Das war bestimmt nicht ganz einfach. Naja, bisschen knifflig war es. Du wirst feststellen, dass Signale ein wichtiges Hilfsmittel sind, um einen reibungslosen Fahrbetrieb zu gewährleisten. Mehr Informationen und Tipps findest du unter Tipps und Tricks. Oh, der nimmt nicht nur Fleisch jetzt mit, der nimmt auch Passagiere mit. Und er nimmt Post mit mittlerweile. Nun erstelle einen neuen Zug und füge ihm eine Lokomotive und eine Zuglinie hinzu. Damit du auch Norfolk mit Mais beliefern kannst, soll deine neue Zuglinie vom Landbahnhof über Omaha nach Norfolk fahren. Okay. Also der nimmt jetzt hier das Gleis rechts, kann jetzt hier natürlich durchfahren, weil noch kein zweiter Zug unterwegs ist. Passt. Jetzt brauchen wir einen zweiten Zug. Das heißt, wir kaufen uns eine neue Lokomotive, die gleiche, Philadelphia. Lokführer, Heizer, Zugbegleiter, Wachmann gibt es hier. Waggons kann man auch gleich noch mit reinnehmen. Na gut, brauchen wir noch nicht für dieses Tutorial hier. Wasser, Öl, Sand, okay. Eignung als Expresszug. Okay, also einmal den Zug gekauft, dann müssen wir auf die Linie. Habe ich den nicht gekauft jetzt? Ich dachte eigentlich, ich habe den gekauft hier. Habe ich wahrscheinlich schon zwei Züge gekauft. So, jetzt die Zuglinie von Evans Farm nach Omaha und nach Norfolk. Ausgezeichnet. Die Maisfarm wird deinen Zug automatisch in Anspruch nehmen, weil die Städte entlang deiner Zuglinie Mais nachfragen. Der Transport auf herkömmliche Weise ist für die Farm viel aufwendiger. Eine Sache fehlt uns noch.
Die Lokomotiven nutzen sich mit der Zeit ab und müssen regelmäßig gewartet werden, damit sie zuverlässiger ihren Dienst verrichten. Dazu muss es auf jeder Zuglinie mindestens ein Wartungsgebäude geben, an dem Lokomotiven bei Bedarf gewartet werden können. Okay. Errichte nun an deinem Bahnhof in Omaha ein solches Wartungsgebäude. Wähle dazu den Bahnhof direkt an und erweitere den Bahnhof um dieses Gebäude. Ach so, das müssen wir jetzt nicht hier oben bauen, sondern direkt am Bahnhof selber. Wartungsgebäude errichten, Bahnhof erweitern, Zugliste. Guck mal eben in die Zugliste. Zwei Züge sind momentan unterwegs. Sehr gut. Das ist korrekt. Hat er jetzt sämtlichen Mais verkauft? Was verkauft er jetzt? Ah, okay. Oh, hä? Sollte der nicht eigentlich Mais jetzt auch hier hoch nach Norfolk bringen? Jetzt hat er aber den kompletten Mais hier ausgelagert. Na gut. Wird schon irgendwie passen. Also wir müssen ein Wartungsgebäude bauen. Der Bahnhof erhält ein Wartungsgebäude, wodurch Lokomotiven automatisch vor der Weiterfahrt gewartet werden für 80.000 Dollar. Nun haben wir aber genug Zeit verplempert. Ah, das hier? Ich muss wieder nach Washington, denn schön. Mich erwarten nervige Verhandlungen mit unseren Volksvertretern. Ich habe dir eine Aufgabenliste geschrieben. Schau sie dir an und erfülle die Aufgaben im vorgesehenen Zeitraum. Enttäusche mich nicht. Oh Gott. Dieser Druck schon wieder, ne? Der hier, der fährt ja jetzt nur bis hierher. Der dreht jetzt wieder um. Na gut. Ich würde mal gern mitfahren mit so dem Zug hier, liebe Leute. Wir haben hier eine Aufgabenliste, Tipps und Tricks, kennen wir schon. Aufgaben. Verbinde Omaha mit North Platte, mit Cheyenne. Denver 16 Ladungen Vieh, Cheyenne 16 Ladungen Fleisch, 150.000 Einwohner am Stecknetz anbinden. 30.000 Einwohner in Cheyenne, oh Gott, oh Gott. Das sind aber ganz schön viele Aufgaben hier. Moment, ist das hier das Zieldatum? Müssen wir bis 1864 diese Sachen erfüllen? Es sieht fast so aus, oder? Oh Gott, ich muss gleich mal Pause drücken dann. So, wir fahren mal kurz mit dem Zug hier vorne mit. Wenn ich ihn anklicken kann. Kann leider nicht weg hier, oder? Kann ich hier weg von der Kamera? Ah, okay, wir können nur die Kameraposition durchwechseln. Ich würde ein bisschen gern zurück. Oh, pfeifen. Ich hoffe, das hört ihr. Da fahren wir auch schon ein in den Bahnhof. Ach, guck, der Bahnhof. Ich gehe mal kurz raus. Der Bahnhof hat diese komischen Gleise. Aber hier sind die Gleise richtig gelegt. Also richtig gelegt, in Anführungsstrichen natürlich. Ne? So wie wir sie jetzt aktuell kennen. So, jetzt, ich mache mal kurz Pause. Ist jetzt Pause? Nee. Spielgeschwindigkeit. P vielleicht? Oder Pause-Taste? Kann ich denn Pause machen? Ich will doch nicht... ich will doch hier die... Entweder, vielleicht kann ich auch gar keine Pause machen. Das ist natürlich enttäuschend jetzt. Die Nachfrage für importierte Ware, Fleisch wurde reduziert. Maximaler Lagerbestand wurde erreicht. Je besser eine Stadt durch die Eisenbahn mit Waren versorgt wird, desto schneller wächst sie. Ah, okay. Wähle die Stadt an, informiere dich im Städtedialog über die Bedarfsdeckung. Liegt sie über 60%, kann die Stadt wachsen. Die Bedarfsdeckung, ist das das hier? Expressgüter. Brauereien, Privatbesitz, Bier für Export, Passagiere und Post wartet. Reiseziele. Oh, da müssen wir uns mal ein bisschen zu anderer Zeit durch
Ah, hier ist die Bedarfsdeckung. 46%. Also das hier wird exportiert. Die Passagiere warten. 5 und 10 Briefe warten. Aber wo sehe ich denn, was die haben wollen? Das ist die Frage. Bedarfsdeckung. Oh, hier drin. Es stand hier Mais, Holz, Fleisch, Bier. Bedarf pro Woche. Na gut, wir werden jetzt... Oh, da ist irgendwas passiert. Unruhen in New York. Pöbel will nicht in den Krieg ziehen. Das ist ja unglaublich. Heizen mit Sonnenenergie. Sehr schön. Bartwuchsmittel getestet und Cowboy verliert sein Pony. Wunderbar. Wie bekomme ich denn diesen Bildschirm hier oben weg? So. Also, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen orientieren, nachdem ich hier keine Pause machen kann. Was soll ich denn machen? Ich will doch jetzt keine Zuglinie machen. Wir müssen mal schauen, was wir überhaupt machen müssen. Wir müssen irgendwas anschließen, hat es geheißen hier oben. Und zwar Omaha mit North Platte und Omaha mit Cheyenne. Cheyenne. North Platte ist hier drüben. Und Cheyenne ist doch weiter hier drüben. Das heißt, wir müssen von Omaha bis hier rüber. Die Frage ist, können wir nicht einfach über Norfolk hier rüber? Dann ist ja Omaha wahrscheinlich auch angeschlossen. Und dann machen wir einfach wieder hier die Ausweichgleise. Hier steht Anschlussprämie 92.000 bis 1864. Leute, mich stresst das so dermaßen, dass ich keine Pause haben kann hier. Leertaste funktioniert nicht. Mich nervt das, wenn hier ständig die Tage durchtickern. Es ist langsam, ich weiß, aber es nervt. Es nervt. So. Das heißt, wir machen einen Gleisbau. Ach, jetzt guck dir das an. Wenn ich hier irgendwo drinnen bin, dann ist Pause. Ah, gut. Erstmal durchatmen. So. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal Gleise. Und zwar von hier bis nach... Oh, nee, nicht nach hier. Wir brauchen erstmal einen Bahnhof. Wir haben noch 363. Wir bauen einen kleinen Bahnhof, damit mir nicht gleich die Kohle fehlt. So, dann setzen wir hier rein. Errichte Bahnhöfe im Zentrum, um so viele Reisende wie möglich anzulocken. Das sagst du mir jetzt, ne? Das sagst du mir jetzt. Ich platziere die immer hier außen. Na gut. Dann, und in Cheyenne hier oben müssen wir auch noch einen kleinen Bahnhof. Cheyenne ist relativ klein, da hauen wir jetzt den Bahnhof einfach mitten rein. Oh, wir dürfen in Cheyenne noch nichts bauen, weil wir North Platte noch nicht verbunden haben. Die sind aber sehr pingelig. Vor allem, woher wissen die das, dass wir den noch nicht verbunden haben? Hat sich das rumgesprochen oder was ist da los? So, dann hier rein. Einmal kaufen. Gut, das wäre erledigt. Du kommst voran. Der ist ja doch noch da, der gute Herr. Er ist ja doch noch da, der Lump. Hat er sich nur versteckt. Hundertster Längenkreis überquert. Transkontinentale, kein Traum mehr. Sehr schön. Räuber werden immer dümmer. Und gebackene Brille gefunden. Was ist eine gebackene Brille? Na gut. Bohnenzüchter legen nach. Einbrecher mehr als dumm. Ach schön. Mir gefällt das, dass die hier so kleine Geschichten erzählen. Wunderbar. Aber wir haben jetzt keine Zeit, um hier Geschichten zu lesen. So, und jetzt brauchen wir Cheyenne hier oben mit einem weiteren Bahnhof. Jetzt haue ich den Bahnhof aber mitten rein. So, schön, wie hier auch Platz gemacht wird. Dann einmal verbinden von hier bis nach North Platte. So, einmal kaufen. Wir bekommen nochmal eine Prämie, das ist schon mal gut. Diese Politiker in Washington rauben einem den letzten Nerv. Aber nun zurück zu deinen Aufgaben hier. Wie du siehst, ist Cheyenne noch ein kleines Städtchen, das auf einen Aufschwung durch den Eisenbahnanschluss hofft. Doch nur wenn eine Stadt mit genügend Waren versorgt wird, zieht sie neue Bürger an.
Einfache Waren erhalten Städte aus dem Umland der Stadt. Errichtest du an den richtigen Orten Bahnhöfe und erstellst Zuglinien, so werden deine Züge für den Transport von Waren genutzt und du erhältst die Transportgewinne. Dazu musst du aber wissen, welche Ware eine Stadt tatsächlich benötigt. Du kannst dich bei jeder Stadt über ihren aktuellen Bedarf informieren. Wähle nun Cheyenne und lasse dir den Warenbedarf der Stadt anzeigen. Okay, da waren wir vorhin schon drinnen. Warenbedarf der Stadt. Wie du siehst, benötigt Cheyenne derzeit nur eine Handvoll Waren. Und nur diese Waren kannst du liefern. Wenn die Stadt wächst, fragt sie weitere Waren nach. Im Moment könntest du dich um Getreide und Holz kümmern. Beide Waren sind nördlich von Cheyenne verfügbar. Getreide und Holz soll man machen. Getreide und Holz. Verbinde Cheyenne mit einem Holzbetrieb einer Weizenfarm und richte eine neue Zuglinie ein, die beide Betriebe mit Cheyenne verbindet. Okay, ganz kurz, wir haben hier vorne, wenn er jetzt mal still ist, ja, wir haben hier vorne noch die Anschlussprämie für diese Zucht hier. Vieh. Frage ist, sollen wir uns die Anschlussprämie holen von 92.000? Dann müssen wir hier offenbar einen Bahnhof bauen. Ich gehe mal davon aus, dass hier Fleisch produziert wird. Seltsamerweise produziert aber Omaha auch Fleisch. Ja, wobei wahrscheinlich kein Fleisch, sondern wirklich, wirklich hier die. Das Vieh. Guckt euch das an hier. 3,6 Bedarf für das Vieh hier. Das heißt, wir machen mal kurz abseits des Tutorial-Weges, werden wir uns mal kurz aufhalten und werden einen kleinen Bahnhof hier rüber bauen. Oder vielleicht, ja, doch, irgendwie so. Und dann müssen wir eine Verbindung hier rüber einstellen. Frage ist, kaufen wir dafür extra einen Zug? Könnt natürlich auch das hier oben rein platzieren und eventuell Norfolk noch anschließen. Wie ist es denn hier oben? Ich verplempe schon wieder ein bisschen Zeit, aber da müsst ihr jetzt durch. Ich will mir die Prämie holen. Norfolk hat keine Anfrage nach Vieh, also offenbar wirklich nur Omaha. Gut. Das heißt, wir bauen einen Bahnhof hier rein. Und wahrscheinlich nur eine kleine Zugladung, die dann das hier rüberbringt, eventuell. So. Dann eine Gleisverbindung von hier. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich hier rein? Okay. Also er legt das schon richtig schön an. Hier quasi schön rein damit. So. Zack. Dann brauchen wir auch noch ein Signal, wenn ich das richtig verstehe. Und zwar ein Stoppsignal. Ein Stoppsignal, das in die Richtung zeigt. Bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Wenn ich das jetzt hier so platziere, ob das so funktioniert. Aber er soll halt hier stehen bleiben, wenn hier vorne blockiert ist. Und die Frage ist, sollen wir einen extra Zug dafür kaufen? Nur für diese eine... Naja, wir kaufen uns mal einen Zug. Philadelphia erneut. Habe ich den jetzt gekauft? Das ist ein bisschen verwirrend hier. Zuglinie einrichten. Von hier nach hier. Aber wo sehe ich, welcher Zug ausgewählt ist? Wo sehe ich, welcher Zug ausgewählt ist für diese Linie? Ach, da ist einer. Offenbar haben wir den gekauft. Und der transportiert jetzt hier jede Menge Rinder nach Omaha. Perfekt. Damit haben wir ein bisschen Kohle jetzt noch bekommen. Gut, jetzt müssen wir Cheyenne hier oben mit dem Holz und dem Getreide hier oben verbinden. Und wir brauchen dafür wahrscheinlich einen großen Bahnhof, oder? Der kleine Bahnhof, da können wir hier nicht beide gleichzeitig anschließen.
Ah, selbst der hier. Wir brauchen wirklich einen, so einen Bahnhof hier. Wow. Okay. Eine riesen Bahnhofstation hier. Wir müssen dann nach Cheyenne runter. Okay. Am besten hier am Berg vorbei. So. Dann, der hat... Was? 4 Gleise hat der hier drin. Ist fast ein bisschen übertrieben jetzt hier. Meine Güte. So, dann hier rein. Was ist das hier? 1% steht hier wahrscheinlich. Wie viel an Steigung der Zug bewältigen muss. Und ich sehe gerade, er baut auch hier oben eine Brücke jetzt. Na gut. Also, hier rein mit dir. 1%. Bekommen wir 0% irgendwo vielleicht? Nee. So, eine wunderschöne Brücke hier im leeren Raum erstellt. Das heißt, wir brauchen noch einen Zug. Eine Lokomotive. Gekauft. Und jetzt brauchen wir eine Zuglinie von hier. Jetzt geht's ja rucki-zucki, Leute. Von hier nach hier. Oh, keine Lokomotive gewählt, steht hier. Jetzt sage ich noch. Es geht rucki-zucki. Wie kann ich denn eine Lokomotive wählen? Zug verwalten. Ich habe das Gefühl, ich kaufe irgendwo immer Züge, die versauern irgendwo in den Depots. Oh, ich habe noch was vergessen hier. Die hier hat ja gar nicht mal so ein komisches Gebäude hier, so ein komisches Verwaltungsgebäude. Versorgungsturm hier, sowas hier. Das müssen wir noch reinsetzen, den Versorgungsturm, weil der fährt ja nur zwischen den beiden hin und her. Das ist alles. Na gut. Dann brauchen wir so einen Versorgungsturm auch hier oben, würde ich mir vorstellen. Und ich muss jetzt irgendwie meinen Zug finden. Lokomotive wählen. So. Aber wieso soll ich denn die jetzt nochmal kaufen? Ich habe doch schon gekauft. Neue Zuglinie. Zuglinie einrichten. Keine Lokomotive gewählt. Ich kaufe die ganze Zeit Züge. Und... Nächster Zug. So, jetzt steht hier neue Zuglinie. Okay. Ich habe 3... Züge, wenn ich das richtig interpretiere jetzt, das ist ein, das ist der bestehende, die bestehende Verbindung eines Zuges und jetzt kommt der neue Zug, jetzt kommt nochmal der neue Zug und jetzt kommt nochmal der neue Zug. Ich habe 3 Züge jetzt provisorisch gekauft. Von hier nach hier bitteschön fahren. Sehr gut. Sehr gut. Die Stadt wird bald wachsen. Ja. Wie gut sie versorgt wird, kannst du jederzeit im Stadtdialog sehen. Grundsätzlich wächst eine Stadt, sobald ihr Bedarf ausreichend gestillt wird. Ich glaube, du hast genug gelernt. Erfülle nun deine restlichen Aufgaben. Jetzt hat er aber nur Getreide mitgenommen und kein Holz. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Wir bräuchten hier vorne auch noch einen... Wir bräuchten hier vorne vielleicht noch einen Dings... Einen entsprechenden... Wartungsbahnhof. Sowas hier. Wartungsgebäude. So. Okay. Das heißt, wir gucken mal rein, was wir jetzt machen müssen. Optionale Aufgaben. Beliefere Denver mit 16 Ladungen Vieh. Okay.
Denver. Denver ist wo? Och, Denver ist ja komplett hier weg. Aber hier wäre auch nochmal eine Ranch. Das heißt, wir könnten hier was einrichten. Wir könnten hier einen Bahnhof bauen, hier rüber. Wir brauchen keinen Zug mehr kaufen. Wir haben ja genügend Züge. Und Denver braucht auch hier Vieh. Ja, dann machen wir das gleich mal. Dann machen wir das gleich mal. Das haben wir schon gelernt. Das heißt, ein kleiner Bahnhof. Theoretisch können wir auch den großen wieder hier reinsetzen und zwei anschließen. Was ist das hier oben? Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass so ein bisschen die Musikuntermalung fehlt. Ne? Ab und zu hört man mal was durchklingen. Zucker. Aber ansonsten war es das dann. Ne? Relativ leise das alles hier. Na ja, gut, hier unten ist Allen Hof mit Baumwolle. Wir bauen mal einen kleinen Bahnhof hierher. Eventuell kann man den später auch noch ausbauen und den Radius noch erhöhen. So. Dann ein Gleis hier rüber. Ich habe noch keinen Bahnhof in Denver gebaut, Mensch. Kleiner Bahnhof in Denver. Ich baue das jetzt immer mitten rein, weil, ne? Es hat ja geheißen, man soll das mitten rein machen. Wir können ja schon mal hier hoch verbinden. Es geht, jawohl. Hier rein, nur für den Fall, dass wir hier von Denver nach Cheyenne auch noch fahren müssen. Und wir müssen von hier zur Kelly Ranch. Jetzt höre ich ganz leise Musik im Hintergrund. Mach mal ein bisschen lauter, das ist im Hauptmenü, wird es dann richtig laut. Aber ich hätte ein bisschen Untermalung noch, die letzten Minütchen. So, das heißt, Kelly Ranch. Wir brauchen einen neuen Zug, der nichts zu tun hat momentan. Der hier. Eine neue Linie einrichten. Und zwar von der Kelly Ranch nach Denver. So, das heißt, hier wird beladen mit Vieh. Das ist gut. Okay, das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwann das hier erfüllen. Beliefere Cheyenne mit Fleisch. Ah, leider nicht mit Vieh. Fleisch wird... Wo wird denn Fleisch produziert? In Omaha, ne? Oh Gott, es wird aber kompliziert hier. Wie bekomme ich denn jetzt von Omaha Fleisch nach Cheyenne? Ist hier irgendwo ein Fleischproduzent? Rapid City produziert Fleisch. Wir könnten hier runter... Wisst ihr was? Dann schließen wir hier oben Rapid City an. Ich habe noch 300.000 Dollar jetzt. Ich bekomme hoffentlich für diese optionalen Aufgaben ein bisschen Kohle wieder. Das wäre schon ganz gut. Also, ein kleiner Bahnhof in Rapid City. Ja. Dann in Rapid City auch gleich noch ein Wartungsgebäude. Das ist schon alles teuer. Das ist schon alles sehr teuer jetzt. Ich fürchte fast, ich habe gleich kein Geld mehr. Dann hier können wir anschließen. Da würde ich jetzt aber an die zweite... Ne, wobei, wir schließen mal an das erste Gleis hier an. Weil wir können hier anschließen. So. Ah, 5, what the hell, 577.000 Dollar kostet diese Strecke. Da habe ich ja, uiuiui, verkalkuliert ein bisschen. Meine Güte, kann ich mir Kredite aufnehmen? Lokschuppen, Forschung, Unternehmen. Ein Kredit wäre ganz gut. Bankgeschäft. Anleihen.
Können wir da jetzt irgendwas holen hier? Zinssatz 8%, 6%, 4%. Oioioi. Oioioi. Kann ich mir das jetzt holen? Muss ich das rüberziehen hier? So, wir kaufen uns jetzt. Wir holen uns das jetzt einfach mal. Hier vorne war irgendein komisches Symbol. Das Problem ist vielleicht, ich kümmere mich momentan um die optionalen Aufgaben. Wir müssten eigentlich hier die Aufgaben hier unten machen. Verbinde Omaha mit Rock Springs. Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Rock Springs. Rock Springs. Wo zum Henker ist Rock Springs? Oh Gott, da müssen wir ja hier durch. Das wird ja noch teurer hier oben. Wir haben jetzt 570.000. Bringe 100 Passagiere ohne Halt von Cheyenne nach Rock Springs. Ja, wir bräuchten diese Strecke jetzt hier. Also wir brauchen einen kleinen Bahnhof in Rock Springs. Meine Güte, im Tutorial schon gescheitert. Oh, wir müssen erst Rapid City anschließen, Leute. Familie Howard hat dich kontaktiert. Ihr ländlicher Betrieb befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage und sie sind auf der Suche nach einem neuen Investor. Möchtest du den Betrieb übernehmen? Nein. Nein, ich habe ja selber keine Kohle, liebe Leute. Ich habe selber kein Geld. So. Also was war jetzt das Problem? Welche Stadt hätte man hier gebraucht für Rapid City? Rapid City müssen wir verbinden. Das ist ja genau das, wo wir die Kohle brauchen, Leute. Ja, jetzt gucken wir mal. 577, das können wir uns jetzt sogar leisten. Wir haben noch 7.000. Wir haben noch 7.000 Dollar. Aber was wir auch haben, ist ein Zug, liebe Leute. Ein Zug, der von Rapid City Fleisch runterbringen muss nach Cheyenne. Und die Frage ist, der kann das halt jetzt nicht, weil wir hier keine Anbindung haben. Das heißt, wir müssen hier vorne noch eine Anbindung machen. Also, und zwar von hier rüber. So. Das ist super billig, 1451 Dollar nur. Dann kann der hier reinfahren und hier runter. Die Frage ist, ich hoffe, er wartet hier drin automatisch. Wir gucken mal, wenn wir kein Signal setzen, was passiert. Also, wo ist mein kostenloser Zug noch, den wir hier frühzeitig gekauft haben? Hier ist er. Und zwar von Rapid City nach Cheyenne. Zack. Dann ist hier eine zufällige Panne. Okay. Wieso der jetzt hier in das zweite reinfährt? Naja. Dann hier oben müsste ein... Ah, wir haben hier auch einen Tunnel gegraben. Deswegen ist das so teuer. Wir haben hier einen dicken, fetten Tunnel hier oben. So. Wartet auf Brown Domäne. Der wird jetzt... Sehr gut. Die Bürger von Denver sind von der Eisenbahn beeindruckt. Sehr gut. Also die Zuglinie ist blockiert, obwohl der hier ist. Wir müssen hier vorne ein Stoppsignal platzieren. Ein Stoppsignal. Wahrscheinlich irgendwo hier rein oder so. Okay, hier vorne kann keins gemacht werden. Vielleicht hier. So, wir gucken mal, ob er jetzt losfährt. Ja. Ah, doch, jetzt fährt er los. Okay, hat nur ein bisschen gedauert. Und jetzt müsste er zumindest bis hierher fahren. So. Und jetzt müssten wir anschließend... Ja, wir machen hier... Wir müssen nochmal ein Ausweichgleis machen. Wir haben wieder 49.000, 50.000. Das wird halt bei weitem nicht reichen für ein Ausweichgleis hier. So ein kleines, schnuckeliges vielleicht. Kleines, ne? Was nicht allzu teuer ist.
Ah, perfekt. 9000, das ist ja gar nichts. Also, ein weiteres Signal. So wie wir es gelernt haben hier vorne. Und gefahren wird in die vorgegebene Richtung, bitteschön. Ein Zug, der an diesem Signal hält, könnte in die davor liegende Weiche hineinragen und dadurch den Zugverkehr blockieren. Weil er so lang ist, eventuell. Weil der so lang ist, kann das sein. Jetzt habe ich extra, ne? Es ist offenbar... Okay, wir werden mal kurz diese Zuglinie ändern. Ich habe noch nicht gelernt, wie man das hier löscht. Wir machen das mal so. Und machen das Ganze mal ein bisschen weiter. Und zwar bis hierher dann. Ich sehe schon wieder die Leute, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wenn sie mich so spielen sehen. Aber da müsst ihr jetzt durch, liebe Leute. Ach ja, eine Sache noch. Dein Unternehmen verfügt auch über eine Forschungsabteilung, mit deren Hilfe du neue Lokomotiven und andere Innovationen freischalten kannst. Öffne den Forschungsdialog, um mehr darüber zu erfahren. Union Pacific Railroad ist nicht zu bremsen. Sehr schön. Großes Rodeo und Barbecue. Mann steckt im Gulli fest und Schafe zu verkaufen. Gut. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier diese Sache hier irgendwie gewuppt bekommen. Der Zug hier mit Fleisch fährt jetzt hier runter. Das heißt, er wartet hier vorne. Zufällige Panne. Wie oft hat denn hier diese Kiste eine Panne, Mensch? Ständig hat die Pannen. So, der Zug fährt jetzt hier rein. Er wird sowieso repariert. Hoffentlich. Eventuell. Oder muss ich den reparieren? Nee, da fährt er weiter. Passt. Er fährt auch durch. Und Cheyenne bekommt jetzt zum ersten Mal ein bisschen Fleisch auf den Tisch. Sehr schön. Und wir erfüllen anschließend dann diese Aufgabe hier. Ich glaube, wir bekommen keine Kohle für diese Aufgaben. Jedenfalls ist sehr wenig auf unserem Konto, obwohl wir die Viehladungen hier transportiert haben. Wir gehen mal in die Forschung. Hier werden die Fortschritte angezeigt, die in der aktuellen Epoche erreicht werden können. Fortschritte aus früheren Epochen sind meist schon aktiv. Aber was die Zukunft bringen wird, wissen wir noch nicht. Okay, die haben wir schon erforscht hier, für die gute Dame. Für jeden Fortschritt benötigst du Innovationspunkte, die du monatlich automatisch erhältst und auf verschiedene Weisen steigern kannst. Nun sieh dich hier einmal um und schalte anschließend eine beliebige Innovation frei. Wie wäre es mit einer neuen Lokomotive? Die hier oben, die Dragon, eine besondere Art der flexiblen Achsaufhängung, bietet bei dieser Lokomotive den Vorteil, dass auch die Triebräder gelenkt werden können und so hohe Triebkraft mit guter Kurvenführung vereint werden. 53 km/h, 69 Zugleistung, Prozent. Die hier vorne können wir uns noch nicht leisten. Wir müssen erst das hier offenbar komplett freischalten. Mir wird von meinen Gegnern unterstellt, ich würde in meine eigene Tasche arbeiten. Das sind natürlich grässliche Lügen. Und sieh es so, mit dem Profit, den ich mache, kann ich viel mehr investieren. Jobs, Jobs, Jobs. Okay. So, Cheyenne müsste mittlerweile ein bisschen Fleisch bekommen haben. 6,9, 6,8. Ne? Füllt sich langsam. Und das heißt, hier in den Aufgaben müsste das hier bald weg sein. Cheyenne muss 30.000 Einwohner haben. Das müsste jetzt dann der Fall sein, weil wir ja jetzt Fleisch liefern und dadurch steigt ja vielleicht auch die Bevölkerung. Wir sind bei 79%, über 60 war der Wert, der magische. Verbinde Omaha mit Rock Springs und bringe 100 Passagiere von Cheyenne nach Rock Springs. Das Problem ist, dass wir
uns das nicht leisten können nach Rock Springs. Wir könnten höchstens 158, wir könnten höchstens mal den ersten Bahnhof bauen für 40.000. Mittlerweile ist das ja erlaubt, weil wir die andere Stadt angeschlossen haben. Aber die Gleise sind halt so furchtbar teuer. Zwei Millionen, okay. Ja, je mehr Tunnel und so Zeug, umso teurer natürlich. Jetzt werden wir hier geschickt platzieren, liebe Leute. 0%. Hier ein bisschen so durchmanövrieren. 76. Ja, das geht schon. Das kriegen wir hin. Das ist gar nicht mal so schlimm. Bisschen Kurven. Ah. Nicht ganz, ne? Nicht ganz. Können wir da nochmal kurz... Ach, jetzt hat er die ganze Strecke weggemacht, der Lump. Jetzt hat er die ganze Strecke weggemacht. Ich würde gern nur den... Nee. Das hier... Gleispunkt entfernen. So. Wir müssen etwas... Wir müssen etwas höher reinkommen. 0% hier. 0%. Seht ihr das, wie wir uns hier durchmanövrieren? Hier 2%, das höchste der Gefühle. 1%. Okay. 135. Wir brauchen noch 5.000 Dollar, liebe Leute. 5.000. Gib mir 5.000 Dollar. Ach, wir sind im Pausenmodus. Wir nehmen den Pausenmodus mal kurz raus. Wie ist es jetzt eigentlich? 11 Bahnhöfe, jawohl, passt. Fliegende Zigarren erfrischen, da geht nicht zu viele Neuigkeiten. Und neuer Revolver von Stoll, sehr schön. Wie ist es jetzt eigentlich hier drüben? Ich muss mich ja mit vielen Konkurrenten rumschlagen. Aber wenn mir eine Person besonders auf die Nerven geht, dann diese Beatrix von Pomp. Was? Du hattest mit ihr noch nichts zu tun? Sei froh, sie haut jeden übers Ohr. Das ist toll. Wie ist es jetzt eigentlich, jetzt fange ich schon zum dritten Mal an, mit Omaha. Omaha hat jetzt ganz viel an Viehlieferung bekommen. Bei Fleisch ist das Lager voll, das wird ja offenbar selber produziert. Aber die Viehlieferung ist immer noch hier, also ne, geh mal davon aus, dass hier Gewinn gemacht wird mit dem Zug. Zugliste. Zug verlangsamt, da Betriebsmittel fehlen. Kelly Ranch und Denver. Oh, da fehlt jetzt auch noch. Aha, weil wir hier... Wir haben hier so ein komisches Gebäude nicht gebaut, ne? Dieses komische... Diesen komischen Versorgungsturm hier. 30.000, dann können wir die Zuglinie wieder nicht bauen. Na gut, wir bauen den mal. So. Und dadurch sollte sich das dann wieder hoffentlich bessern, wenn der hier durchfährt. Gut. Was ist das hier? Eine neue Zuglinie? Lokschub 1. Okay. Ah, da können wir uns den Zug vorab anschauen. Den Dragon. Den können wir noch nicht anschauen. Philadelphia können wir anschauen. Ausgezeichnet. Vielleicht. Cheyenne entwickelt sich zu einem bedeutenden Knotenpunkt für die Eisenbahn. Und das ist unser Verdienst. Weiß jemand, was dieses 080 bedeutet? Und dieses 060, das die Züge hier so mit dabei haben? Weißt du, dass viele Leute die gewaltige Landstrecke zwischen dem Mississippi und Kalifornien die große amerikanische Wüste nennen? Diese Narren. Wenn meine Eisenbahn alles erschlossen hat, wird sich der Wert dieser Ländereien vervielfachen. So, schöne Hinweisbilder. Jede Lokomotive benötigt Versorgungsturm. Haben wir schon gebaut. Oh, Denver fährt auf seiner Route aufgrund der Steigung hier mit minimaler Geschwindigkeit. Ah, okay. Da habe ich ja jetzt gar nicht aufgepasst, ne?
wie da jetzt so die Steigung ist. Aber okay. Jetzt gucken wir mal, ob sich hier was ändert, wenn dann der hier reinkommt. Wird Cheyenne aufblühen. Und für jede Meile Gleise, die wir verlegen, erhalten wir 10 Quadratmeilen Land. Das müsste ja eigentlich jetzt dann wegfallen. Die Politiker wissen gar nicht, was für wertvolle Anlagen sie weggeben. Aber das bleibt unter uns. Ah, und jetzt gibt er aber ordentlich Gas hier. Sehr schön. Okay, nicht vergessen, Versorgungstürme zu bauen. Unsere Zugverbindung hier kann bezahlt werden. Nun ist es dir gelungen, die Great Plains zu durchqueren. Ein Meisterwerk. Meisterwerk. Richtig gut. Richtig gut, Leute. Das heißt, es fehlt... Oh, wir haben ja schon alles abgeschlossen. Es fehlt nur noch eine Aufgabe. Bring bis 68. Da sind wir 4 Jahre Zeit jetzt hier. Da sind wir jetzt hier schon gut dabei. Das machen wir noch fertig. Wir sind zwar schon an der Stundenmarke jetzt, aber wir machen das hier noch fertig. Bringe 100 Passagiere ohne Halt von Cheyenne nach Rock Springs. Sollte jetzt kein Problem sein, weil hier sowieso kein Halt dazwischen ist. Oder? Ja. 100 Passagiere. Das heißt, haben wir noch einen Zug übrig, den ich vorsorglich schon gekauft habe. Es sieht nicht so aus. Der Dragon-Zug kostet 53.000. Den kaufen wir doch gleich mal. So. Ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt von hier... Ob ich habe die jetzt gekauft und jetzt steht hier neue Zuglinie. Aber ich würde jetzt quasi gern diese Zuglinie auch einrichten. Ich kann ja nicht doch mal den Zug kaufen, oder? Habe ich immer noch 2 Züge hier drin? Einmal Dragon und einmal Philadelphia. Nee. Da kann ich wieder nur kaufen. Leute, das ist ein bisschen verwirrend. Ist wahrscheinlich super einfach. Aber irgendwie Zuglinie einrichten. Jetzt steht hier wieder keine Lokomotive gewählt. Und ich muss wieder über die Pfeile hier oben so lange durchklicken, bis der Dragon hier erscheint. Und jetzt erst kann ich die Zuglinie wählen. Es ist echt verwirrend. So, hier rüber. Dann. Das Gleis wartet auf Freigabe. Wir haben ja nur eins, ne? Wir haben nur eins. Das heißt, der hier muss weg. Wahrscheinlich. Können wir denn da vielleicht nicht irgendwo hier vorne? Wir machen hier vorne ein Stoppsignal rein. Der muss hier vorne warten. Der könnte bis hier vorne ein... Naja, ist egal. Komm, das passt schon. Alles gut. Wir haben ein bisschen zu klein gebaut, wahrscheinlich. So, wartet auf freies Gleis. Wir haben ja hier kein freies Gleis. Wisst jetzt auch nicht, wie man hier ein... Ah, hier könnte man dann den Bahnhof erweitern mit einem zweiten Gleis. Naja, für das Tutorial brauchen wir das nicht mehr. Jetzt kommen hier die Passagiere dann hoffentlich rein. Ein paar werden transportiert und hier rüber. Dann müssen wir hier vorne noch ein Signal setzen, weil wenn er von der Richtung kommt, dann muss er natürlich bis hierher fahren, hier warten, bis das wieder frei ist und dann kann er hier reinfahren. Das klappt schon. Das kriegen wir hin, Leute. So, 98.000, das ist sehr gut. Wir haben 200 Forschungspunkte und könnten Expresszüge freischalten. Erhöht die Anzahl der Passagiere in jeder Stadt, in der dein Unternehmen einen Bahnhof hat, um 8%. Ist das einfach nur ein Bonus? Müssen wir da irgendwas... platzieren? Das sieht so aus, als müssten wir ein Signal platzieren, aber ich glaube, das ist so ein passiver Bonus. So, das nächste ist Dienstwagen. Dieser Waggon erleichtert dem Zugpersonal die Arbeit enorm. Er bietet unter anderem eine Aussichtsplattform zur Kontrolle des Zuges und der Betten. Was? Und der Betten? Gucken die da von oben
in die anderen Waggons rein oder wie muss man sich das vorstellen? Die Boni aller Mitarbeiter, das wird jetzt sowas sein, wenn wir das jetzt hier freischalten. Das muss dann sowas sein. Brauchen wir auch für den, bis wir hier reinkommen. Dass man direkt beim Zug dann wahrscheinlich hinterlegen kann. Wir haben ja da irgendwo in so einer Übersicht gesehen. Zugliste. Rock Springs. Union Pacific Road Railroad, neuer Rekord schon wieder. Okay. Warenströme. Ah, das sind zu viele Informationen, die ich jetzt hier in einer Stunde nicht erfassen kann. Wir hatten vorher eine Übersicht. Lokomotive wählen. Und zwar hier drin, oder war das? War denn das? Wenn ich kaufe, komme ich in diese Zuglinienübersicht, da wo hier unten so komische Pluszeichen waren. Und das suche ich momentan. Zugklonen. Nee. Zugverwalten. Eigentlich müsste das irgendwo hier sein. Doppelklick geht nicht. Ich will nicht hier draufklicken, sonst kaufe ich gleich nochmal einen Zug. Na gut, ich finde es momentan leider nicht. Ich finde es nicht. Es ist noch nicht so ganz. Es ist noch nicht so ganz übersichtlich. Aber das kann auch an mir liegen. Vielleicht sollte ich mir einfach mal hier die kompletten Tipps und Tricks durchlesen. Na gut, aber das geht halt in einer Stunde nicht. So, wir gucken mal, wie es jetzt aussieht bei unserer Aufgabe. Bringe 100 Passagiere. Oh, wir haben gerade mal 19 Passagiere transportiert. Wird das jetzt ein bisschen mehr? Wir brauchen viel mehr Köfferhirn. Weniger Post, aber viel mehr Köfferhirn. Wir machen mal ein bisschen schneller. Wird gewartet. Okay. So eine Wartungssache. So eine automatisierte. Oh Gott, ein Köfferhirn. In Cheyenne hat keiner Lust, hier zu fahren. Wir könnten hier was einbauen. Was ist das hier? Fleischindustrie könnten wir ansiedeln. Eine Brauerei, eine Weberei, Schneiderei, Sägewerk, Brennerei. Okay, ganz viele ein, die man hier ansiedeln könnte. Wir liefern wir aktuell von hier unten. Kommt ja Vieh. Jetzt wenn wir hier oben in Cheyenne eine Produktion anrichten. Oh, der ist langsam. Ah, ich habe wieder vergessen. Ich habe wieder vergessen, hier einen Versorgungsturm zu bauen. Komm, wir bauen den gleich mal hier vorne hin. Damit der hier gleich mal Halt machen kann. Fast ein bisschen gecheatet jetzt. Wenn wir hier Vieh nicht nur nach Denver, sondern nach Cheyenne bringen, können wir in Cheyenne sowas hier bauen. So eine Fleischindustrie für 150.000. Ist da was? Ich kaufe die jetzt einfach mal. Wir kaufen die jetzt einfach mal hier. Zack. Da vorne haben wir die Fleischindustrie gebaut. Da sind auch schon die Kühe drin, wo noch keine angeliefert worden sind. Das heißt, Cheyenne braucht jetzt Vieh. Und das heißt, wir werden hier eine zweite Verbindung einrichten. Wo ist hier mein Zug? Da ist mein Zug, der fährt ruckizucki zurück. Ich kann ihn gar nicht auswählen. Ich würde gerne diese Zuglinie. Würde gerne diese Zuglinie erweitern. Hier oben. So, Kelly Ranch, Denver und Cheyenne. Keine Ahnung, ob er hier jetzt die Hälfte hier ab.
liefert in Denver und die Hälfte in Cheyenne. Ich hoffe, das ist so. Erstmal hat er eine Panne, natürlich. Transport Fever teilt die Sachen ja immer nach Bedarf dann auf. Ich hoffe, das ist dann hier auch so. So, wie viel fahren jetzt hier oben Passagiere mit? Oh Gott, das dauert ja ewig, bis wir hier 100 Passagiere transportieren. Haben wir hier, wisst ihr, was uns hier fehlt? Ah, okay, hier oben wird dann gewartet. Deswegen sollten dann die Pannen eigentlich Geschichte sein. Wir brauchen hier oben noch ein Signal, damit hier oben gewartet wird. So, du fährst hier rein. Jetzt gucken wir mal, was hier abgegeben wird. Ja, alles. Da geht er hin, mein Plan, schon wieder. Meine Güte, da wollte ich einmal out of the box denken. Und jetzt wird hier kein Vieh hochgeliefert nach Cheyenne, sondern Passagiere und Post. Wir warten noch ein bisschen ab. Oh, jetzt ist ja aber mega Stau hier. Hier wird blockiert. Hier warten zwei Züge, dass sie hier reinfahren dürfen. Es wäre vielleicht mal nicht schlecht, wenn wir hier ein zweites Gleis noch reinsetzen. Aber für das Tutorial spare ich mir das erstmal. Kann ich eigentlich die Anleihe, kann ich die gleich zurückzahlen? Anleihe zurückzahlen, 335, können wir schon zurückzahlen. 12.000 Strafzinsen ist okay. Wir sind wieder im Plus jetzt, Leute. Keinerlei Schulden mehr. Die Geschäfte laufen richtig gut. So, hier ist ein zweiter Zug. Er wartet hier immer noch. Achso, nee, das war der jetzt hier mit Fleisch. Beziehungsweise Viech. Der liefert jetzt Bier. Also er hier hat echt ein kleines Problem hier. Er kommt hier gar nicht rein, weil hier ständig die Züge reinfahren. Wir müssen den Bahnhof noch ein bisschen erweitern, Leute. 60.000 für ein neues Gleis. Ja, damit. Und jetzt kommt von hier der Zug rein. Und was wir jetzt machen ist, wir schließen dich hier drüben noch an. Und dann sollten sich die hier schön aufteilen, hoffe ich mal. Das wäre zumindest der Plan. Man muss so ein bisschen die Eigenheiten rausfinden vom Spiel. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Das war ja in Transport Fever genauso. Warum zum Henker hat der Kollege hier Bier und kein Viech? Kelly Ranch Cheyenne. Leute, Leute, Leute. Was macht er denn? Wieso hast du denn jetzt hier Bier an der Backe? Wieso transportiert der Bier jetzt hier von Cheyenne runter? Nach Denver. Komischerweise hat er das nicht ausgeladen, als er hier runtergefahren ist. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich glaube, der fährt jetzt hier hoch, lädt hier oben Bier ein, weil das hier unten verlangt wird in Denver. Bringt das aber dann nicht beim Rückfahren hier nach Denver, weil wir in der Strecke ja Denver nicht mehr drin haben. Das heißt, wir müssen eigentlich Denver hier nochmal anschließen. Dann wird hier Bier entladen, dann fährt er hier rüber, hier wird Viech eingeladen und dann wieder hier hoch. Ich hätte ja fast gesagt, ich lasse jetzt hier Denver dann weg. Beim ersten Mal, weil offenbar das komplette Vieh immer in Denver ausgeladen wird. Automatisch nur Passagiere, nur Fracht, manuell, automatisch. Ich hätte halt gehofft, dass automatisch so funktionieren würde. Ach, jetzt habe ich es gerade verpasst. Na gut, wie sieht's aus? Wir haben aktuell, oh ja, 89 von 100. So, Amarillo. Wir sollen den Betrieb übernehmen. Wahrscheinlich auch wieder Vieh. Jawohl. Ja, wir brauchen das momentan nicht. Tut mir leid, liebes Amarillo. Ich gehe mal davon aus, dass wir dadurch ein bisschen mehr an Kohle noch verdienen.
Wobei ich schon sagen muss, durch meine derzeitige Aufbaustruktur hier haben wir, oder trotz der Aufbaustruktur, haben wir hier überraschend viel Einnahmen mittlerweile. So, das heißt hier oben dieses Gebäude hier, die Fleischindustrie, ne? Genau, die gehört jetzt auch uns. Die Fortschritte sind gewaltig. Ah. Der ferne Westen ist nun gar nicht mehr so weit weg. Und langsam wird den Menschen klar, dass der Handel zu prosperierenden Städten verhelfen kann. Wir haben noch ein gutes Stück des Weges vor uns, doch die transkontinentale Eisenbahn wird kommen. Okay. Na gut, wir haben leider nicht mehr geschafft, noch ein bisschen Stiefel und Fleisch zu produzieren, aber es hätte bestimmt geklappt. Die Union Pacific Railroad war es trotz aller Herausforderungen gelungen, die endlosen Weiten der Great Plains zu durchqueren und die erbarmungslosen Steigungen der Rocky Mountains zu bezwingen. Aus Westen nähert sich die Central Pacific Railroad, doch der Winter von 1868 brachte alle Arbeiten zum Erliegen. Die beiden Linien standen sich nur noch wenig hunderte Meilen voneinander entfernt gegenüber im Nirgendwo der Berge. Der Traum der ersten transkontinentalen Eisenbahn schien zum Greifen nah und war doch von haushohen Schneemassen begraben oder eisigen Schneestürmen verweht worden. Ein Traum, der fast vier Dekaden vorher begonnen hatte. Da müssen wir jetzt vom Westen her bauen, dann wahrscheinlich im zweiten Teil. Oh, Präsident! Wir sind Präsident! Jawohl, erfüllte Aufgaben, wir haben alles erfüllt. Zeit passt offenbar auch. Wir haben die Höchstpunktzahl erreicht in diesem ersten Tutorial. Mit ein bisschen vielleicht auch Glück, aber auch ein bisschen geballtem Zugwissen. So, wir werden jetzt nicht weiterspielen. Wir werden auch nicht in das nächste Kapitel wechseln. Wir gehen ins Hauptmenü zurück. Ich muss mal ganz schnell hier die Musik wieder etwas runterdrehen, weil im Hauptmenü die Musik etwas lauter ist. So, da bin ich nochmal. Irgendwie ist gerade meine Aufnahme noch abgeschmiert und die letzten 5 Minuten oder 10 Minuten wird das hoffentlich jetzt aber auch noch durchhalten. Was ich noch ganz kurz machen möchte, ist, ich möchte noch kurz die anderen Punkte hier im Hauptmenü anschauen. Unter anderem gibt es ja Szenarien, Freispiel, Modellbau, Herausforderung und den Editor. Wir gucken ganz kurz nur noch rein und schauen uns mal an, was es da gibt. Szenarien. Sind das hier? Nee, das sind andere. Ich dachte, das wären die gleichen wie in der Kampagne. Nee, aber das sieht anders aus. Viehbetrieb, okay. Was haben wir hier? Der Nordwesten, Nordpassage. Oh, man kann auch nochmal durchwechseln. Das heißt, hier gibt es ab und zu auch mehrere Optionen. Goldrausch und Pazifikküste. Vorne sogar im Osten 3 Stück. Mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Okay. Und wahrscheinlich jedes Szenario, wie so oft, hat halt seine eigenen Voraussetzungen und seine Richtlinien zum Erfüllen. Gehe ich mal davon aus. Schön. Ach, man kann ja noch mehr wählen. Man kann nicht nur auf der nordamerikanischen Karte spielen. Ach so. Ah, okay. Ich habe jetzt hier nämlich die Complete Edition. Und das sind jetzt hier quasi die DLCs noch. Gehe ich mal davon aus. Mexiko. Was gibt es hier noch? Great Lakes. Südamerika gibt es noch hier mit dabei. England. Deutschland und Umgebung. Oh, das hört sich ja schön an. Revolution 1848. Ah, da hätte er ja schon Bock, das zu spielen. Ja, oh, schwer. Nun, vielleicht, dass ich mich mal offline in ein Szenario wage und dann schaue, wieso die allgemeine Schwierigkeitsstufe ist. Da hätte ich ja schon Lust, hier mal in Deutschland ein bisschen was zu machen. Nordeuropa. Ich glaube, der einzige DLC, der in der Complete Edition nicht dabei ist, ist der hier mit Japan. Ah, schön. Aber holla die Waldfee, da hast du ordentlich was zu tun hier.
Dann gibt es das freie Spiel mit ganz viel Sternchen. Ah, man kann hier die Epoche dann festlegen, von wann bis wann. Okay. Und natürlich auch wieder überall. Wahrscheinlich die gleichen Karten. Gehe ich mal davon aus, dass das die gleichen Karten sind. Aber du kannst halt dann aufbauen, wie du lustig bist. Modellbaumodus. Ah, wisst ihr, was der Modellbaumodus ist? Das ist genau wie die Sandbox. Nur, denke ich mal, mit unbegrenzten Geldmitteln. Wo du einfach nach Lust und Laune bauen kannst, ohne auf irgendwelche wirtschaftlichen Sachen aufpassen zu müssen. Und du baust dir so ein bisschen deine eigene kleine Modellbaustadt. Oder nicht Modellbaustadt, aber deine Modellbaugleis- und Zugverbindungen. Schön. Herausforderungen. Donner über der Prärie. Wähle Infos für zusätzliche Informationen. Die Herausforderungskarte enthält 10 Aufgaben, die in der vorgegebenen Zeit erfüllt werden müssen. Okay. Hört sich jetzt eher so an wie ein Szenario, aber nochmal mit anderen Ansprüchen. Vier Stück, oder? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Stück. Okay. Und es gibt Ranglisten. Der HTL Miku ist offenbar ganz oben mit dabei. Am 7. Mai 2021 hat er hier 974.167 Punkte erreicht. Was für ein Lump. So, und dann gibt es noch den Editor. Hier kannst du eigene Szenarien erstellen, testen und auf Wunsch in den Steam Workshop hochladen. Ach schön, also da haben sie sich schon ein bisschen Mühe gegeben jetzt hier, dass das Spiel auch über einen längeren Zeitraum so, dass du einfach was zu tun hast über einen längeren Zeitraum. Sehr schön. Ich bin sehr angetan vom Spiel. Ich werde auf alle Fälle jetzt mal die Kampagne noch weiterspielen. Ich hoffe, ich komme jetzt hier besser dann zurecht in den nächsten Kampagnen, wie jetzt hier in der ersten. Aber man lernt ja auch dazu. Hoffe ich mal jedenfalls, dass ich das tue. Und ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, dann einfach einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Das freut mich sehr und motiviert mich auch wieder ein bisschen, hier neue Videos aufzunehmen. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten angespielt Videos wieder. Oh Gott, die Abmoderation komplett versemmelt. Das gibt bestimmt Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.